Quack, quack. So, jetzt muss ich zu der Stelle, wo die neue Base hin soll. Du fliegst aber auch in eine Richtung, Dexter, da sind keine Affen mehr. Nee, weil ich bin jetzt gerade hier drüben, weil ich jetzt bei Nacht so tolle Statuen gesehen habe und Eier ganz finden. Die Eier siehst du übrigens bei Nacht auch super leuchten. Weil sie funkeln. Ja, das ist ganz toll. Ja, ich muss ja doppelt drücken. Das ist verwirrend. Ja, darum wird sich bestimmt die Akku mal kümmern. Die kann nämlich super gut kochen. Nicht nur im Real Life, sondern auch bei Palworld. Wenn man den Tieren ein besseres Essen begibt, dann arbeiten die auch besser und effektiver. Sag mal. Ja, ich bin da anderer Meinung. Ich würde denen Brot und Wasser geben, altes Brot sogar. Dann ja, müssen sie arbeiten. Ich kümmere mich wahrscheinlich so ziemlich um einziges um die Tiere, wenn ich denn mal aber sage, ja, mach doch mal, machen sie wenigstens auch was. Aber die brauchen immer so einen Tritt in den Hintern, damit die Jungs mal was machen. Siehst du? Ich habe Brot. Brot gesagt. Oh, ist das ein Riesenei gewesen? Was war das für ein Ei? Grünes Riesenei, ja! Ich freue mich voll, wenn ich mal sowas bekomme. Ja, jetzt kommt eine Ziege raus. Ja, das ist doch egal. Ich freue mich. Von den Dingern habe ich genug. Es ist dunkel. Mehr, ich sehe nichts. Oh, ich sehe nichts. Mir tun die Augen voll weh. Kann man jemand das Licht hier anmachen in dem Spiel? Kann jemand das Licht wirklich anmachen, weil ich finde meine Stelle nicht. Oh. Die Richtung muss ich doch nicht. Doch, ich muss in die Richtung. Ach, verdammt. Also, weißt du, was ich vermisse? Echt so eine kleine Minimap oben oder irgendwo an der Seite. Nein. Das Spiel ist schon so voll gematscht mit Sachen, ne? Ja, hoffentlich kann man das dann eventuell ausstellen. Das ja, wenn man so Häkchen setzen kann, alles überall, dann bin ich vollkommen zufrieden damit. So. Berg runtergesprungen. Ich fress keine Fliegen. Was? Steht in der Not, fressen Teufel Fliegen. Ich fress doch keine Fliegen. In der Not fressen Teufel Fliegen. Was? Ich bin noch kein Fliegenfresser. Ich bin doch nur ein Teufel. Du bist doch kein Teufel, du bist doch der Dämon. Das Dämon-Vibe. Wissen wir noch nicht, Paul. Also erwähnt hat das bis jetzt noch nicht. Und Erlaubnis weiß ich nicht, ob er die gekriegt hat. Was? Dürfen, Toto. Erlaubnis? Von wem? Von mir oder was? Erlaubnis. Warum kommst du eigentlich nicht, Pau? Pau, spiel mit. Jetzt muss die Akku mal hier sich um zwei Jungs kümmern. Pau, wir sind nur so drei Samen, das geht nicht. Was? Drei Samen? Drei Samen, ja. Naja, weil ein Samen und zwei Samen. Oh, wow. Und drei Samen. Ah, und B-Samen gibt's auch, ja? Das ist aber was anderes. Ach so. Ich wollte eigentlich Affen zähmen und habe jetzt die ganze Tasche voller Eier. Und auch in der Hose. Hosentasche natürlich. Nicht, was ihr immer denkt. Chat war wieder am Grinsen. Ich weiß noch ganz genau. Der denkt an Eier gesagt und an der Hose. Ja, ja. Was denn? Mein Paar hat schon wieder Hunger. Welches Tier ist das denn? Ist das verfressen, das Vieh oder was? Hä? Die habe ich doch Bären gegeben, Mama. Drei. So. Jetzt bleib doch in diesem wunderschönen Ball. Oh, hallo Affen. Let's go. Let's fight, Babies. Bing. Oh. Ja. Komm schon. Dex. Ja. Ja. Deswegen habe ich dem Affen direkt mal einen Pfeil auf den Kopf geschossen. Gib dem Affen Zucker. Auf den Zucker? Kann ich mich irgendwo verstecken hier? Wovor der gleich was schmeißt? Was ist das für eine Armbrust hier? Ja, ist gut. Jetzt habe ich einen Affen umgenietet, Mann. Du hast einen Kopfschuss gemacht. Mache ich immer. Ich bin doch Hand gewohnt. Das war auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, ne? Habe ich heute gespielt. Schrecklich. Ja. Ehrlich? Ja, ich kann es überhaupt nicht mehr. Konntest noch nie von daher. Hier kein Unterschied. Ich habe zwei Runden gespielt, direkt wieder ausgemacht. Ja. Doch so viel. Naja. Zwei Quickplay-Runden. Wahnsinn. Und ich habe in nur einer von beiden habe ich einen Kill gemacht. Der Dodo hat einen Quickie gemacht.
Boah, öfter mal. Aha. Nebenbei. Aha. 5 gegen Willi zählt aber nicht. Jetzt wird's too much. Mit Fleisch. Ja, ich muss nicht. Ich besorg ihm. Ich besorg ihm Fleisch. So. So. Ach, das wird reichen. Box. Gib mal dein Fleisch. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich will nur dein Fleisch. Hast du Fleisch gehabt? Immer Fleisch. Was macht ihr da? Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Oh, er hat noch getroffen. Na, noch ein Stück nach hin. Geh mit deinem Fleisch, Baby. Der hat auch nur Pilze. Was soll ich denn hier sagen, Leute? Die kriegen, das ist alles nur Pflanzengedödel hier. Der kriegt nur Gemüse zu fressen. Ich brauche Affen. Die ganze Affenbande brüllt. Eigentlich ist das perfekte Lied für den Zirkus, den sie da veranstalten in der Politik. Oh, überall, meine ich. Das ist ja die ganze Affenbande brüllt. Die brüllen ja andauernd, ne? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ganz klar. Da ist einer. Hättest du das nicht mit Palworld Command nicht abkürzen können? Oder? Könnte. Auf welchen Server kommst du nicht? Aua. Ich glaube, ich brauche. Ja. Ich habe keinen Schlag. Das hat geleckt. Das zählt nicht. Oh. Geh weg, du Kamehameha, Fuzzi, du. Oh, der ist nur noch 11%. Was bist du für ein Freak hier? Soll ich mit Stein schmeißen statt mit Bällen oder was? Ja. Schieße ich den gleich nochmal. Nicht mit Steinen? Aber echt, Stein. Keine Steine in den Schneebällen immer versteckt. Guter Läufer. Toll. Die sind immer Grobian. Was wollen die uns damit sagen? Dass die Affen alle nur Grobiane sind oder was? Ja. Ja. Chat, wer spielt das Spiel und wer mag Affen? Die Affen. Und ja und nein. Alle, die was Falsches sagen, werden gebannt für mindestens 6 Monate. Wir sehen uns. Keiner sagt mehr was. Alle schreiben jetzt. Scheiße hier. Wo sind denn? Hallo, ich brauche Steine. Pau, hast du eigentlich was geschrieben, ob du jetzt vorbeikommst oder nicht? Sie hat keine Lust, hat sie geschrieben. Was? Was ist denn Pau? Was ist mit Pau los? Pau, bist du krank? Brauchst du Kokkole? Umarmungen. Dankeschön, Pau, für deine 58 Monate. Voll die Schmorkerin. Ja, da ist ein Teleporter. Genau. Was, Kok? Nee, nicht Kok, das ist was anderes. Kannst du Daniel fragen, aber nicht, hier kriegst du Kokkole. Daniel, das heißt auf Italienisch heißt das Umarmungen. Willst du keine Umarmungen? Was sind Umarmungen? Auf an. Ich bin Olaf. Hallo, Lala. Ich liebe Umarmungen. Boxsäcke. Ah, das sieht nach einem Stein aus. Ich mag das immer, als der Olaf bei Elsa, bei der Eisprinzessin heißt das ja bei euch, bei Frozen. Eiskönigin. Bei Frozen. Hallo, ich bin Olaf und ich mag heiße Umarmungen. Und wie heißt das auf Deutsch, ne? Wie heißt das? Nee. Hallo, ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Ach, er sagt nur, ich liebe Umarmungen? Ja. Wie kann man denn das kaputt machen? Es geht ja darum, weil der sagt, ich mag heiße Umarmungen oder warme Umarmungen. Das ist ja doch auf dem im Englischen doch so. Ja, er sagt nur, ich liebe Umarmungen. Oh, schade. Schade. Das darf ich denn nicht fliegen?
Fand ich eigentlich niedlich, weil der das gesagt hat, weil der ist ja immer so, ich möchte gerne die Sonne, der möchte gerne alles, was mit Wärme zu tun hat und sowas. Sonne, ja. Und wenn es so richtig heiß ist. Ja, genau. Und darum geht es ja. Ich mag warme Umarmungen. Okay. Vielleicht warme Umarmungen würde das vielleicht passen, nicht, das würde dann doch ein bisschen falsch anhören, wenn er warme Umarmungen haben möchte. Ja, vielleicht so, ne? Entschuldigung. Ich habe gerade bisher so viel Zucker zu mir genommen. Ja, aber es kann ja sein, dass das vielleicht gemeint ist und wird das dann auf Deutsch nicht mehr übersetzt. Maybe. Weil im Italienischen sagt er nämlich caldi abbracci. Abbracci sind dann nämlich auch Umarmungen. Coccole sind dann eher so Knuddelungen. Knuddeln, Umarmungen. Coccole hört sich irgendwie ganz falsch an. Das hört sich extrem falsch an. Ach, die hört doch an doof. Cocktail. Cock. Bratze nach Perltaucher. Siehste, Raffaella meint das auch mit warmen Umarmungen wie Winnetouch. Ja. Was Shoot is Money tut, deswegen haben sie es bestimmt nicht gemacht. Da. Ah, wo sind denn jetzt Affe? Affe hier. Was, bin ich falsch wieder? Ja. Oh, was gibt's denn hier für einen Boss hier oben? Den klatsche ich direkt mal um, weil ich einmal hier bin. Oh, Mama, wo kommen denn ihre Räume her? Geht mal weg hier. Schon wieder, Onga! Was habe ich denn jetzt? Ich habe nichts mehr zu fressen, du blödes Vieh. Hier kriegst du Pilze. Ich habe nichts anderes. Kannst ein paar Samen essen oder so. Jetzt haben die meine Dings angezündet. Ich raste aus. Meine Foundations angezündet. Das sieht schick aus hier oben. Ist das ein guter Boss? Ach, guck mal. Was denn? Wo denn? Welcher Boss? Hier ist ein Gaul hier vor. Das ist okay. Postellion ist es auf jeden Fall nicht. Warte mal, wo bist denn du? Ach, ich sehe ihn nicht. Was für ein. Guck mal bei dir auf der Karte, da wird dir das was denn angezeigt. Sibylix. Sibylix. Das ist das Vieh, was passiv verbesserten Stoff macht, aber ich habe den selber noch nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Nee, ich auch nicht. Okay, ich guck erst mal, ob ich den nicht, schaffe. Ich weiß nicht, wie stark ist, ich weiß nur, wie sie aussieht. Ich würde aber gerne hier noch so einen Punkt haben zu. Oh! Was war das denn? Ja, ich habe gerade irgendwie so ein Rollback gehabt, ganz komisch. Gibt es hier noch so einen Portpunkt? Weißt du das hier oben? Außer der eine, ja, okay, dann lasse ich das eben hier. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Die ist die falsche Charakter. Le falsche Charakter? Falsche Charakter. Oh, wir nehmen jetzt erstmal einfach Warsect auspacken. Warsect macht das Ganze schon okay. Rein hier in der Ding, ja. Oh, das ist die ja mit dem Hütchen. Ja. Komm, Warsect, hau die Alte um. Direkt mal erstmal ins Gesicht schießen. Ich sehe schon, der stirbt gleich. Ja, bestimmt. Oh, ja, das wissen wir, Molinas. Problem ist nur, wenn du denn züchtest halt und die weiter züchten lässt, es aber einfach vergisst. Kommen halt trotzdem immer wieder von der gleichen Art die Eier. Guck dich den mit Bossfight an. Die ist voll best gebuggt. Die ist voll verbuggt. Ich weiß, wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? It's magic. Hallo? Hallo, Bossfight. Hallo. Jetzt sind wir. Nein! Oh, Gott, hab ich mich erschrocken. Hallo, Frau Boss? Hallo? Wo ist sie hin? Ist weg! Hallo? Ist sie da oben? Hallo, der. Einfach raus und wieder rein. Darf ich das denn? Ja, solange du sie nicht besiegst, müsste es, glaube ich, gehen. Aber ich leg dafür nicht meine Hand ins Feuer. Das würde ich allgemein nicht machen. Wenn du das kurz wartest, helfe ich dir auch. Hm. Weil ich bin nämlich in deiner Nähe. Achso, ja, dann ja. Dann ich kann auch mitkommen. Komm vorbei. Kommt auch alle vorbei. Ich habe das Fangrecht.
Weil es sein Lieblingstier ist? Allerlieblings-Lieblingshut hat. Ich finde den Hut stylisch. Es sieht auch nett aus. Ich habe das mal auf dem Bild gesehen und fand das cool. Kann man das machen hier? Schade. Junge, dieses Pferd hat gar keine Ausdauer. Guck mal rein, ob da ein Timer jetzt steht oder ob du einfach wieder rein könntest. Stimmt. Ja, Timer 6 Jahre. Nein, ist alles gut. Das die Statue übrigens, das ist Frostellion. Die, was ich unbedingt haben will. Ah. Ja, ist ein echt gutes. Das kann ich dir ja gleich mal zeigen. Wo es sich befindet. Aber angreifen werde ich es nicht. Wenn du es angreifen willst, viel Spaß beim Sterben. Ist das nicht einer von den legendären Drachen? Ich wollte nicht schießen. Mhm. Oh, ist das ein Drache? Keine Ahnung. Ich müsste dazu gehören. Ich bin on the way. Auf mich zu hauen, sonst kriegst du kein Essen. Oh, hast du Essen? Oh. Oh. Das gebe ich natürlich meinen Tieren. Ja. Oh. Ich komme. Häuser. Oh. Heute. Oh, hi. Heute machen wir wohl nicht so lange. Oh Gott, was ist denn los? Ich habe eine rote Sphäre geworfen. Ja? Ich kann nicht vorbeifliegen sehen. Ich habe sie auf dich direkt versehentlich geworfen. Ja, die kannst du aber nicht. Da musst du mehrere, noch bessere anwerfen. Machen wir heute was? Was denn? Was? Dex, du hast gerade angefangen. Heute machen wir nicht. Heute machen wir was früher. Schluss. Ich muss mich morgen früh raus. Also heißt so vielleicht 11:30 oder so. Oder 12. Die sieht lustig aus, sie gefällt mir. Hat einen lustigen Style, ne? Mhm. Ice, Baby. Huch, wo ist jetzt schon wieder hin? Wo ist sie? Schon wieder verpackt. Die ist unter der Karte. Guck mal, wie viel Leben die bekommt, weil die unten irgendwo eine Grütze liegt. Ach, da, ja. Nochmal raus. Wie viel Leben die bekommt? Bei mir hat sie immer noch gleich viel Leben. Was ist denn das? Verstehe ich nicht. This is the highway to hell. Das ist das erste Mal, dass ein Boss so viel buggt, ne? Es kann aber ganz kurz, das ist mein Warsect. Weil mein Warsect, der kann nämlich schubsen, ne? Das kann sein, dass er die rausschubst. Dann muss Affe kämpfen. Korean aus dem Blatt, die Alte! Sehr schön. Oh, Feuer. Aua, Affe. Ich pack den Affen nicht mehr ein. Dann hier. Oh, und ich wollte einen Schlag. Wow. Perfekt. Ich hab halt nichts anderes da. Ich hab halt nur noch die Viecher. Die sind super, die Incineroar. Ich kann mein Nightwing kann ich. Oh Gott, mein ist auch gleich wieder tot. Oder? Ne, ist deiner. Dann ist gleich tot, packt ihn schon mal ein. Dann kann er wenigstens schon mal heilen. Wenn sie ihn nochmal angreift, jetzt zum Beispiel. Oh, sie ist blind. Im Moment gewesen. Den kann ich noch nehmen. Ich habe das Gefühl, die anderen Viecher, die ich hier habe, die machen das in einem Schlag weg. Der Vogel ist auch gerade platt gemacht. Was ist denn dabei, ey? Ich habe jetzt noch 2 Viecher dabei, aber die bringen das halt mit einem Schlag um. Also nutze ich die halt nicht. Jetzt habe ich halt nichts mehr. Außer okay, mit einem Schlag um? Was hast denn du geholt? Ist das so extreme Monster, oder was? Nö, aber ich habe die halt ein bisschen gelevelt. Jetzt habe ich noch 10 Schuss, die ich benutzen kann. Der hält gut aus, ne? Der Incineroar. Ja. Aber gut, der geht doch gerade nur auf meinen King Packer, ne? Oder sie in dem Fall. Der King Packer umgekehrt ist. Das sah gut aus.
Ja, ich packe den mal ein. Soll ich, oh nein, Wurst hat mich. Ja, ja. Komm mal, hör ich hier. Ah, hör ich, das ist scheiße. Ah, komm hier. Komm wieder, Affe. Affe, du schaffst es. Komm, Affe mit Waffe, los! Noch kaputt gemacht! Okay, zwei Pfeile noch, dann geht's in den Nahkampf. Ja, ja. Doch den hier. Wow, leck. Einmal noch einmal an, mein Kleiner. Das war zu heftig, das Feuer. Ja gut, da war er tot. Ja, ist egal. Beeinflussen, was er annimmt. Ich hab nur gehofft, der nimmt den Eisdings. Feuerdings. Naja. Ich wollte ja fangen, aber das war dann doch zu heftig, der Schuss. Ist ja eine Stunde wieder da. Möchtest du mal mein Objekt der Begierde sehen? Ja. Ach nee, warte mal, da sind wir ja in der falschen... Nee, wir sind ja in der falschen Eisgegend. Wir müssen zu dem großen Eisgebiet dafür. Okay, aber dann mache ich da. Ich gehe wieder zum Affengebiet. Ja. Und ich gehe weiter Dings Zeugs tun. Ich gehe hier runter. Und ich muss meine Tiere wieder beleben. Das kommt. Wir haben den doch gefangen. Ich habe das noch nicht gesehen. Jeder hat einen Teil bekommen. Akku macht den Hut. Die hat sie aufgezogen. Du hast die Füße bekommen. Ja, mag schon was. Nein, mag ich Füße. Nicht. Weiß ich ja nicht. Also wirklich bejaht hast du es nicht, aber beneint hast du es auch nicht wirklich. Siehst du? Ich mag Bäume. Du magst Bäume? Ich mag Bäume. Bist du, oder? Okay. I like trains. Ich mag Züge. Weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht zu einem Teleporter. Ich glaube, ja. Ich habe hier einen Teleporter bei mir. Ja, hier ist ein Teleporter, den ich nicht hatte. Ich komme da bloß nicht mehr hin, weil alle meine Flugviecher tot sind. Der ist unten. Du musst da hinlaufen. Hallo, Dex. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch ein Boss, den mache ich schnell alleine, bevor der umgenietet wird. Wollen wir den machen? Ja. Ist das der oder was? Ach nein. Nein. Warte, ich will den nicht rein. Ich muss erstmal den Affen fangen. Wäre der Schnellfüßigkeit. Das Symbol nicht. Du fliege ich richtig? Nö, komplett falsch. Könnt ihr mal aufhören, mich anzuschließen? Ich hab hier nichts damit zu tun. Ja, jetzt läufst du richtig. Einfach nur dem Weg folgen jetzt, Dodo. Bin dabei. Problem ist, ich habe bloß noch zwei Viecher, die mitkämpfen können. Ich hab. Shadow Beast und Astegor. Noch alle Decks. Ne? Fand ich auch. Na also. Mann ey! Sind das alles nur Grobiane, ey? Ich hab halt nichts mitkämpfen. Also ihr könnt das alleine machen. Komm doch trotzdem mit rein. Ja, komm rein, guckst du zu, wie wir gewinnen. Komm. Wie wir gewinnen? Oh. Das will ich sehen. Oh, das ist schick. Was ist das für einer? Oh, ist nett. Ah, den habe ich schon mal gesucht. Hübsch. Ich wundere, wo der herkommt. Kenn ich gar nicht. Ne, sag mir auch nichts. Komm, ich bleib weg. Hier ist so geil, wenn du irgendwelche Tiere hast, die einfach so einen Angriff machen und voll. Boah, das ist ein Blümchen, müssen wir aufpassen, ne? Das wird gerade weggeburnt. Verburnt aber auch ganz schön. Ja. Wie der cool geht, hä? Ja. Komm, hau mir den in die. Wow! Was ist das für eine Karate? Das ist der Osterhase! Das ist der Osterhase, gefällt mir. Das ist voll niedlich, ey. Das ist meine Axt. Das ist gut, gefällt mir. Das ist voll, voll lustig. Guck mal, wie cool der geht, ey. Sieht aus wie so ein Eichhörnchen-Hasen-Ding mit. Oh wow, ich bin tot.
Okay. Not good. Heb die Akku auf. Ich mach das hier. Ja. Noch 28 Sekunden. Alles gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz einpacken. Fangen noch einfach. Mach schon mal Bälle. Achtung, der ist gleich tot, der verbrennt. Ja gut. Mann, ey, was ist denn los mit euch hier? Bosse sind auch nicht mehr, was sie mal waren, ey. Alle bei Wish gekauft, oder was? Irgendwas will ich doch heute noch fangen hier. Lass mich raus hier. Lass mich raus. Falls die sich nicht bewegen, komme ich nicht raus hier. Okay. Ho. Wie hast du mal? Ho? 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 Ich habe bis heute nie verstanden, was er sagt. Was irgendwas mit Gum Style. Kaugummi Style oder so. So, ab nach Hause. Das mit dem Affen, mit dem richtigen Affenfang, das wird noch was. Ich glaube, ich gehe gleich wirklich mal zu einem Boss, einfach nur mit diesen zwei Viechern. Guck mal, wie. Ich probiere mal den Relaxaurus, den gelben. Der ist. Hast du den? Nö, ich probiere ihn mal jetzt. Achso, du willst ihn fangen. Ich finde den gut. Töten. Oh, ich finde den ganz gut. Also, der ist nicht so hässlich wie der blaue. Hm. Durch seine Punkerfrisur. Aber was ich eigentlich ganz cool fand, ist, der macht mega Elektroschaden. Wenn du willst, fange ich ihn für dich. Oder ich versuche zumindest, falls was von ihm übrig bleibt. Mach du. Oder von mir übrig bleibt, je nachdem. Ich würde eher sagen, von dir. Der ist nämlich gar nicht so schlecht. Der ist ganz böse. Ich guck mal. Da bitte den Dodo gebraten, aufgeschnitten auf meinem Reis, bitte. Nein, danke. Los, Astegon, greife an. Ich gönnt er mir. Jetzt mal angreifen. Zwei. Jetzt greift er mal an, danke. Ah, ich wollte sagen. Boah, die Viecher greifen nicht an, ne. Hör mal auf damit! Dauer. Ne, danke. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Hört ihr auf jetzt hier! Oh Gott, Shadow Beak, ey, was das ist denn? Voll böse, ey. Sehe ich den eigentlich nicht mehr. Blitz tut weh. Ich merk's schon. Ich glaube, ich müsste meinen Astegon noch ein bisschen leveln. Das ist ein bisschen dumm. Das hat, glaube ich, nichts mit dem Level zu tun, sondern mit dem Alter. Sorry. Also, wow. Danke, Akuma. Aber du hast ja recht. Du hast ja recht. Dex ist tot. Astegon ist gleich auch tot. Kann denn dieses dicke Ding sterben? Der macht nicht so krass viel Schaden. Was für ein Ding? Astegon? Das ist doch dieses. Astegon ist doch was Großes, ne? Ja, so ein. Ja. Der ist fast so groß wie der Relaxaurus hier. Der Astegon, Boss. Astegon. Lass ihn gleich mal sehen, wenn er wieder lebt. Muss mir mal zeigen. Ist das, was du die letzten Tage ausgebrütet hast? Ja. Schalingel. Aber eigentlich nur, weil er das andere danach haben wollte. Genau. Astegon, ist das was Schwarzes? Ja, schwarz. Schwarz. Oh, was machst du hier? Weil ich habe Boden von unten gesehen. Ah. Voll schön. Boden von unten gesehen. Voll schöne Erde. Ich hab mal aufgegeben, weil Astegon ist tot. Der hat dich platt gemacht, ne? Nämlich mich nicht, aber meine Tiere. Ich konnte halt nicht mitschießen, sonst wäre er tot gewesen. Das glaube ich nicht, Tim. Weil meine Macht, die wäre. Deine Macht. Die Macht des Dodos, ja. Du hast dich so drüber aufgeregt, dass er explodiert wäre, so Wut, ja? Ja. Oh. Also ein auf Toko Toko. Was denn jetzt schon? Warum denn tust du denn mir das anspielen? Warum hat der Nightbot gerade den armen Sascha geblockiert für kurze Zeit? Der hat einfach nur ein Smiley reingeknallt. Smiley vielleicht dran? Ja, keine Ahnung.
I don't know.